Alles klärchen, dann werden wir jetzt wohl in den Urlaub geschickt. Los geht's! Habe ich schon erwähnt, dass pro Level eine neue Musik kommt? Oder pro Stage? Yay! Das ist vielleicht eine coole Musik, das ist vielleicht eine coole Musik. Wir haben jetzt die Blasen und das sind ein paar Fische, die uns... Die Fische, die wollen uns töten, aber ich lass sie nicht an mich heran. Ja, da kommen Erinnerungen hoch, sehr schön. Diese Fische, die wollen mir vielleicht ans Leder, aber ich gönne ihnen nicht diese Chance und suche jetzt das Exit-Schild auf. Juhu! Ach, schön, ich bin begeistert. Gut, wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, eine Qualle. Ein Jigglyfish oder so. Keine Ahnung. Jigglyfish heißen Quallen, glaube ich, auf Englisch. Aber jetzt lass mich hier vorbei. Ich will jetzt da ins Ziel rein. Ach Mensch, ich glaube, das. Ach, oh nein, an das Level kann ich mich erinnern. Das geht so lange. Ach nee, jetzt müssen wir hier mit dem Wasser spielen. Gut, hier haben wir auf jeden Fall. Hier können wir auf jeden Fall durch, wenn wir diesen Hammer-Dingens haben. Oder dieses Grabe-Dingens, whatever. Hier ist ein Hebel. Was löst der aus? Ich glaube, der lässt das Wasser jetzt ab. Jawohl. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich muss hier vielleicht durch. Ich will hier vorbei. Ich will hier vorbei. Oh nein, es kommt hier ein Fisch. An das kann ich mich erinnern. Da kommt jetzt ein Hai oder sowas, ne? Ich glaube, da kommt jetzt ein Hai. Sagt meine Erinnerung. Doch nicht. Okay, dann war es in Mario so, dass da ein Hai kam. So, hier will ich jetzt nicht sterben, wenn es geht. Huch! Du schwuler Fisch, geh zu Kanye West! Nein, 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 nein! Dieser schwule Fisch! Ah! Okay, alles nochmal von vorne. Super. Okay, Let's Play-mäßig habe ich mir vorgenommen, pro Stage einen Part zu machen. Ja, könnte ganz lustig werden. Ich weiß nicht, ob ich das als Mini-Let's Play machen soll oder als richtiges Let's Play. Mal schauen, ich glaube, wenn ich das fertig produziert habe, werde ich anfangen, das hochzuladen. Und dann kann ich mich entscheiden, ob es ein Mini-Let's Play sein wird oder ein normales Let's Play. Bei Smashing, das war ja auch ein Mini-Let's Play und es hat schon ein wenig lange gedauert. Kommt darauf an, wie lange ich brauche, weil es gibt ein paar Level, die sind richtig fies. So, jetzt vorsichtig. Jetzt steckt er das Wasser. Nochmal lasse ich mich nicht von dem Fisch töten. Der ist aber empfindlich, der wird von dem Fisch getötet. Wie sollen Fische bitte schön töten können? So Killerfische oder was mit so Killerzähnen und so, mit so blutrünstigen Zähnen. Oder so, boah, keine Ahnung. Okay, jetzt werde ich nicht sterben. Aufpassen, aufpassen. Du killst mich jetzt nicht mehr, sondern ich kill dich. Du wirst totgeblasen. Was? Haha, ich hab dich totgeblasen. Du schwuler Fisch. Anklingt es falsch, aber gut. Ach, das war der einzige Fisch. Toll, den hätten wir vorhin gar nicht killen brauchen. Ach, diese Musik, da kommen Erinnerungen hoch. Sehr schön. Diese Musik ist schön. Ah, so eine schöne Musik. Ah. Okay, Level 3. Ich glaube, wir brauchen hier etwas länger als im nächsten Part, im letzten Part. Ach so, okay. Okay, jetzt haben wir nur noch diese Feuerbälle. Wir haben nichts zum Blasen, zum Blasen dabei. Ja, ich weiß, klingt falsch, aber es ist so. Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Ich schau mal nach, was hier ist. Gut, hier ist schon mal gar nichts. Super. Gehen wir mal. Ja, wir müssen wahrscheinlich nach unten. Hier sind ein paar Punkte. Ah, jetzt. Wir müssen jetzt dieses Ding hier zerstören. Diesen Tragedingens. Damit das ganze Wasser hier abfließt, genau. So, jetzt habe ich keine Ahnung, ob wir hier nach oben müssen. Ich schau mal nach, ob es hier, wo es hier lang geht. Ach so, hier geht es nirgendwo lang, okay, oder? Nee. Nee, nee, okay.
Jetzt komm schon, jetzt finde ich sehr sozial, dass die hier diesen Block hier hingemacht haben, damit wir hier wieder hochkommen, weil die hätten ja auch so fies sein können und so bauen können, dass man hier nicht mehr hochkommt und dass man sich selber dadurch killen muss. So, wo geht's denn hier lang? Achso, hier geht's auch nirgendwo lang, okay. Ding! So, jetzt müssen wir hier dieses Ding hier lockern. Frage mich, welche Taste das nochmal war. Moment, ich suche gerade die Taste. Das war die B-Taste, glaube ich, ne? Ah ja, genau, okay. Ach, bei der Musik kommen Erinnerungen hoch. Schöne Kindheitserinnerungen. Ihr solltet auch mal ein paar Spiele eurer Kindheit spielen. Das ist echt schön, sowas. Ich mag diese Musik so schön. Diese Musik ist so schön. Ich mag diese Musik so sehr, aber ich komme jetzt nicht vorbei, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da vorbeikomme. Scheiße. Jetzt, okay. Ich glaube, diese Dinger töten uns auch, deswegen passe ich hier nochmal ein bisschen auf. Hä? Da ist ja gar nichts. Was ist das? Nee, ich gehe jetzt nicht hin. Ich will jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, dann, boah, dann werde ich mir das nicht verzeihen können. Ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Ah, jetzt, jetzt ist hier das Wasser abgeflossen, genau. Jetzt kommen wir hier nach unten. Jetzt. Genau. Gut. Ja. An die Punkte kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt kommt da noch ein Fisch, oder? Irgendwas Fieses kommt jetzt. Doch nicht. Ich kann mich erinnern, über ich kann mich... das Spiel ist gar nicht so fies, wie ich mir dachte. Ich habe gedacht, da kommen jetzt überall fiese Fische oder so, aber es kam gar keine fiesen Fische. Fiese Fische. Fischers Fritz fängt fiese Fische. Yay, Sprungbrett. Ab geht's ins Wasser. Was ist das? Was ist das? Erschreck mich doch nicht so. Was auch immer du bist für eine Kreatur. Mein Herz. Alter, was ist das für ein Viech? Hallo, was bist du? Egal, komm, ab geht's ins Wasser. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, ohne Bubbles ins Wasser zu kommen. So, jetzt geht's hier lang, ne? Jawohl. Ach, schöne Ideen hatten die Entwickler. Gut, hier sind... Oh, ein Haifisch. Aufpassen. Puh, der hat uns nicht gejagt. Und da ist auch schon das Ziel. Die Level sind ziemlich kurz. Ich hatte sehr lange in Erinnerung. Aber ich war ja auch damals ein Kind, wo ich das gespielt habe. Da kam einem alles länger vor, als es eigentlich ist. Jetzt als Erwachsener. Was ist das? Oh nee, nicht dieser Fisch. Nicht dieser Vogel. Dieser Vogel, der ist gemein. Ich mag den nicht. Ich mochte den noch nie. Na komm, geh in den Teleporter. Verdammt, geht nicht. Okay. Haha, du kommst nicht mehr raus. Ich hab dich gefangen und du kommst jetzt nicht mehr raus. Du blöder Vogel. Du blöder Vogel. Ich kann mich hier erinnern. Man konnte hier in diesem Level... Verdammt. Man konnte hier das... Verdammt. Ja, jetzt sind wir quasi gefangen. Da bleibt uns keine andere Möglichkeit als der Suizid. Suizid, bitte! Suicide! Ich kann mich erinnern, man konnte hier irgendwie abkürzen, ohne diese Steine da reinzubringen. Also nochmal zur Erklärung, man muss die Steine hier reinschmeißen, damit das Wasser steigt und dass man hier durchschwimmen kann. Ach, du schon wieder! Hast du nichts Besseres zu tun? Lass mich in Ruhe, böser Vogel! Ich kann dich nicht leiden. Geh einfach krepieren. Nein, jetzt hast du mich. Du hast mich. Verdammt. Du hast mich erledigt. Oh, böser Vogel. Wie können Vögel überhaupt töten? Lauter harmlose Viecher sind hier blutrünstige Monster. Nein, 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 nein. Ich hasse dich. Sei froh, dass du im Spiel bist, sonst hätte ich dich jetzt in real getötet. In Real Madrid.
Ey Vogel, nerv mich nicht, bitte, ich will nichts von dir. Mann, ist das schlimm. Na los, komm runter. Ich will KFC. Komm her. Aha, KFC. Gut, ich glaube... Nein! Oh, fast wäre ich da runtergefallen. Ich will das da ziehen, nicht... Ich will da ziehen, nein! Okay, wenn ich da nochmal runterfalle, dann wäre es ziemlich ungeil. Ach, wir haben sogar schon dieses Seildingens, okay. Ach, da verlieren wir das Seildingens. Oh, jetzt verstehe ich. Gut, ich werde hier nicht mehr die Mühe machen und die ganzen Blöcke holen, sondern ich werde einfach abkürzen. Verdammt! Okay, nochmal Suicide. Ich glaube, hier sollte ich ein Safe State machen. Damit ich euch die zwei Möglichkeiten zeigen kann. Ja, ich glaube, ich mache hier ein Safe State. Moment. Und dann zeige ich euch die zwei Möglichkeiten. Einmal das Abkürzen und einmal das normale Lösen des Rätsels. Na los, du Kackvogel. Ja, du. Genau dich meine ich. Ich werde dich wieder auf die gleiche Methode töten, wie ich dich vorhin gekillt habe. Und dann werde ich dich beim KFC verkaufen. Ach, du musst zunächst runter, du blöder Vogel. So, Alter. Was für ein schräger Vogel. Nicht einmal einen One-Hit-Kill verträgt dieser Lappen. Ich will daran ziehen. Kann ich das vielleicht zerstören? Nein, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Safe State wieder. Damit ich diesen Kackvogel nicht ständig töten muss. Gut, das verlieren wir die Fähigkeit, aber das ist gar nicht so wichtig. Nein, fast hätte ich es geschafft. Okay, laden. Laden, laden, laden. Ich muss sagen, beim Game Boy geht es leichter als hier im Emulator. Okay, nochmal. Also, ich sag ja, so kann man es auch machen. Ohne diese Steine zu sammeln. Aber ich werde mir jetzt natürlich die Mühe machen und die ganzen Steine reinschmeißen, weil das die zweite Möglichkeit ist, das Level zu schaffen. Dauert zwar ein bisschen, aber hey, wir haben Zeit. Warum bin ich jetzt wieder in diesem Menü drin? So, jetzt auch. Okay, jetzt müssen wir natürlich die Steine suchen. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Okay. Ah, Gratispunkte. Gratis, es gibt Gratispunkte. Und da ist nochmal ein Teleporter, der uns irgendwo hinführt. Zu dem nächsten Stein, jawohl. Gut, ist hier vielleicht noch ein weiterer Stein? Yay! Ach, da ist noch ein Stein, okay. Nee, das war den wir gerade gesammelt haben. La 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 la. Und hier ist der nächste Stein. Gut, ich glaube, das waren auch alle. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir diesen Stein jetzt darunter? Müssen wir vielleicht... Ah, Moment, ich sehe es. Das ist ja genial. Okay, wir müssen diese Dinge hier zerstören. Ja, jetzt aber, ich will hier vorbei. Ich will jetzt nicht wieder außen rumlaufen. Na, also geht doch. Okay, wie zieht man nochmal? Ach, verdammt, ich lerne es nie mit dem Ziehen. Und zieh, 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 zieh. Wir müssen den zunächst befreien, bevor wir hier dieses Ding zerstören, sonst kriegen wir diesen Stein nicht raus. Nein, ich will dieses Menü jetzt nicht zum x-ten Mal öffnen. Ah ja, so zieht man, okay. So zieht man eine Line, okay. Lalalalala, ich komme jetzt nicht mehr hoch. Ich will ja da hoch. Ich will da hoch. Ich will da jetzt auch hoch. Auf Biegen und Brechen will ich jetzt hoch. Mann, warum benutze ich so die Fremdwörter wie auf Biegen und Brechen? Oder Sprichwörter, whatever. Ich will da hoch. Ich will da hoch, verdammte Sch. Verdammt.
Nein! Jetzt muss ich den wieder ziehen. Den kriegt man nie nach unten. Ach komm! Nein! Ah! Ja, jetzt komm schon. Nochmal ziehen. Wie zieht man nochmal? Wie zieht man nochmal? Nein, nicht so. Nicht so. Nein, nicht springen. Du sollst ziehen. Was machst du da? Pac-Man? Der will mich trollen. Der will mich verarschen. Hallo? Pac-Man? Hoppu, hoppu. Er macht den Hampelmann. Bam, 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 bam. Wahrscheinlich muss man das jetzt ablegen. Ach, man braucht das Seil, glaube ich, um zu ziehen. Verdammt. Das Seil ermöglicht das Ziehen von bestimmten Steinen. Wie lange sind wir jetzt an diesem Level beschäftigt? Ne, es sind wahrscheinlich schon länger als ein paar Sekunden. Ey! Ach, wisst ihr was? Jetzt laufe ich außen rum, das wird mir zu blöd. So, scheiß doch drauf auf das. Ich glaube. Ja, fast wäre ich da runtergefallen. Das wäre ja super. Dann wären wir jetzt hier ewig an diesem Level beschäftigt. Ich wette, dieses Level wird das Thumbnail als Part, glaube ich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte. Ich sag bloß, ich kann jetzt nicht mehr weiterziehen. Okay, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich lade das Ganze mal nochmal. Ich habe den Stein falsch runtergeschmissen. Und ich hätte vielleicht zuerst den Stein richtig positionieren sollen. Und dann hätte ich den erst runter... dann hätte ich erst... na, das werden wir schon sehen, wie wir das jetzt machen. Okay, nochmal der gleiche Mist wie vorhin. Ja, sorry, dass wir jetzt ein bisschen länger an diesem Level brauchen. Aber hey, wir haben ja Zeit. Dann mache ich heute wieder einen längeren Part. Weil in letzter Zeit gibt es ja eh nicht so viele Uploads von mir wegen Schule und so. Oh Gott, nächstes Jahr werde ich kaum zu meinen Let's Plays kommen. Ich glaube, da werde ich wieder eine... Ich glaube, da werde ich eine Kanalpause machen. Werde ich wahrscheinlich meinen Kanal irgendwie für ein Jahr pausieren müssen oder so. Ja, mal schauen, wie wir das dann regeln, weil nächstes Jahr wird es echt hart für mich. Da kommen nämlich die Abschlussprüfungen mittlere Reife einer Wirtschaftsschule. Das wird dann sehr hart. Da muss ich jeden Tag wahrscheinlich lernen. Und dann komme ich gar nicht dazu, Let's Plays zu machen. Aber das alles erst nächstes Jahr in der Zukunft. Gut, nochmal mache ich den Fehler nicht. Und zwar... Ich überlege gerade... Ah, jetzt habe ich es, genau. Einen Moment, wir brauchen das Seil, um Sachen zu ziehen. Aber zunächst muss ich hier dieses Ding hier zerstören. Genau, so stelle ich mir das vor. Dann laufen wir jetzt wieder den Umweg. Dauert zwar lang, ein bisschen länger, aber hey, es dauert noch länger, wenn wir hier jetzt versuchen, auf Biegen und Brechen da durchzukommen. Warum sage ich hier immer auf Biegen und Brechen? Egal. Kevin, du bist so ein Idiot. Jetzt können wir das Teil nicht mehr ziehen. Oder? Nee. Ich bin so schlau. 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 Okay, ihr müsst mich daran erinnern, dass wir zunächst das Ganze zerstören müssen. Oder? Nee, ich weiß gar nicht. Wie machen wir das jetzt? Das ist viel schwieriger, als es aussieht. Ich glaube, ich habe das Level unterschätzt. Ich habe es unterschätzt. Deswegen baue ich jetzt auch so lange. Okay, wie machen wir das jetzt? Der Stein, der fliegt da hierhin, glaube ich, ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier das Teil zerstören, dann kommen wir jetzt nicht mehr hier ran, aber wir können das hier zerstören. Moment mal. Ich schaue jetzt einfach mal und schaue, was passiert, wenn ich hier das zuerst zerstöre. Das ist viel schwieriger, als es aussieht.
Lalalala. Aber hey, die Musik, die ist richtig schön. Auch für eine 8-Bit-Musik. Die macht richtig Urlaubslaune. Man muss auch sagen, ich habe früher Gameboy gespielt, immer wenn ich im Urlaub war. Weil ich während der Schulzeit kein Gameboy spielen durfte. Und da habe ich mich immer gefreut auf den Urlaub, weil ich da damals Gameboy spielen konnte. Und früher war ich ein richtiger Gameboy-Freak. Immer wenn ich im Urlaub war, dann, oh Gott, da habe ich es geliebt, Gameboy zu spielen. Und auch dieses Spiel. Aber vor allem habe ich es geliebt, Pokémon zu spielen. Das war damals mein absolutes Lieblingsspiel und das ist heute, glaube ich, auch immer noch. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. Ey, ah, dieser Stein, der bringt mich zur Verzweiflung. Ich krieg den jetzt nicht mehr runter. Ich fehle hier gerade am laufenden Band, aber gut. Dann wird es heute wieder ein längerer Part. Was ist denn eigentlich heute für ein Tag? Ich weiß gar nicht, wann ich das hochladen werde. Wie gesagt, ich werde es erst hochladen, wenn ich das Let's Play komplett habe. Und wahrscheinlich kommt das Let's Play dann erst im Juli oder so. Ja. Okay. Ich werde dieses Level verdammt nochmal jetzt ernst nehmen. Ich nehme das Level echt nicht ernst. Das macht mich jetzt richtig fertig jetzt. Das Spiel macht mich fertig. Ich will nicht. Nein, 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 nochmal, nein, 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 nein. Sag mal, ich. Nein, 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 nein. Okay. So, jetzt. Halt, Moment. Nein, 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 nein. Zunächst mal hier das da weg. Genau das da. So. Gott. Das Level ist schwierig für einen Hauptschüler, der in der Wirtschaftsschule geht, um seine mittlere Reife nachzumachen. Okay, nochmal. Halt, nein, ich muss das ernst nehmen. So, weiter. So, das kommt jetzt runter. Nachdenken. Genau. Jetzt ziehe ich das so ran. Moment. Na klar, ich muss das jetzt ranziehen. Dann komme ich da hin. Ne, wahrscheinlich haut es mich dann wieder runter. Ich muss nachdenken, Moment. Vielleicht muss ich das jetzt so schieben. Schieber! Oh je. Ich glaube, das kann lange dauern. Sehr lange. Ah, unglaublich, wie lange ich für dieses Level brauche. Das ist ja fast schon nicht mehr schön. Ich glaube, wo ich klein war, wo ich ein Kind war, hatte ich nicht so die Probleme mit dem Level. Und kaum bin ich 19, habe ich Probleme mit dem Level. Das ist. Das ist schlimm. Wahrscheinlich mache ich es mir wieder zu schwer. Okay, jetzt nicht reinfallen. Haha, ich bin reingefallen. Oh mein Gott. Okay. Na jetzt aber. Ich muss immer hier ein bisschen rankommen, dann verschiebt sich der Stein ein bisschen. Aber ich glaube, es dauert zu viel. Es dauert ein bisschen. Ja, sorry Leute, es dauert zwar jetzt ein bisschen, aber hey, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben noch über viel Zeit. Es ist noch lange nicht vorbei. Wir haben gerade erst angefangen, wir haben noch Zeit, wir haben Zeit. Wir lassen es durch, wir lassen es ruhig angehen, wir sind heiß. Ich zünd mir erst noch einen an, wir haben noch Zeit. Sido und, B-Type, glaube ich, ist das, ne? So, jetzt da. Moment. Muss man nochmal nachdenken. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, nochmal. Ich probiere es nochmal. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es jetzt wieder nicht. Äh,
Moment. Nein. Nein. Nein, ich glaube, ich habe es wieder falsch gemacht. Aber ich glaube es nur. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Kevin, was machst du da? Das Level ist doch nicht so schwer. Ah. Okay, nochmal laden. ich verzweifle an diesem Level. Okay, zunächst das Ganze da rein. Also gut, vielleicht mache ich das völlig falsch und ich, okay, jetzt sage ich systematisch vor. Erstmal umschauen. Also gut, der Stein, der fliegt. Der fliegt! Der fliegt! Nein! Ey, sorry, dass es gerade so lange dauert, aber wie gesagt, wir haben Zeit. Der Stein, der fliegt. Moment, Moment. Okay, ich schmeiß jetzt einfach mal den Stein runter und schau, wo er dann hinfliegt. Ja, jetzt aber. Aber. Kopfanstoß. Kopfanstoß. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ey, was ist los? Ja gut, das erste Level war ja auch ganz süß und so. Aber dieses Level bringt mich langsam dazu. Ich weiß nicht. Ja, jetzt aber. Ja. Ja, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme. Ich will ja auch nicht diese Dinger zerstören. Okay, ich lade es mal wieder zum x-ten Mal nochmal. Hurra! Ich bin begeistert. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt hier lang. Dorthin. So, ich werde jetzt nicht mehr da reinfallen. Oder vielleicht doch? Nee. So, ich schmeiß den Stein zunächst runter und schaue nach, wo der hinfliegt. Der fliegt genau drauf. Okay. Okay, okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Verdammt, ich komme jetzt ständig in dieses Menü rein. Okay, okay, okay. Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es jetzt, warum ich als Kind damals keine Probleme habe. Als Kind war ich so froh und habe nicht nachgedacht. Und deswegen habe ich zunächst diese Steine hier sofort zerstört. So, dass es dann direkt reinfliegt. Super. Friss das, du blöder Stein. Ich lasse jetzt meine Wut an euch Steine aus. Dabei hätten wir das vorhin einfach lösen können mit diesem Seil. Aber ich möchte dir alles zeigen, wie es geht. Ne? Ich möchte dir beide Möglichkeiten zeigen. So, jetzt. Ganz einfach. Verdammt, ich bin so schlau. Hauptschüler, Hauptschüler. Ich wette, ihr Uni-Gymnasiasten, Abi-Leute, hättet das sofort gelöst. Jede Wette. Aber ich bin halt Hauptschüler, bei mir dauert es ein bisschen. Zu checken, bis wie das geht. Warum bin ich da jetzt reingelaufen? Wieder ein unnötiges Ding, was ich gemacht habe. Nein! Bin ich auch. Jetzt bin ich sogar zu blöd, um da. Ah. Na, immerhin kriegen wir keinen Fallschaden. Es wäre noch schlimmer, wenn es hier Fallschaden gäbe. Verdammt, wie kommen wir jetzt da vorbei? Ich will da hoch. Also geht doch. So. Gut, ich hoffe, es ist richtig, so jetzt halt den runterfallen zu lassen. Und wenn nicht, dann bin ich angepisst. Ah, ich dachte schon, das wäre hier. Hätte sich irgendwie verkeilt oder so. Gut,
Können wir den jetzt vielleicht so runterschmeißen oder so? Ich bin mal neugierig und schaue jetzt mal nach, was passiert, wenn wir den hier rein in den Teleporter. Wobei, das bringt eigentlich nichts, ne? Nee, der ist zu groß, der fliegt ja nicht rein. Okay. Dann müssen wir halt da reindrücken, so. So, oh Gott. Oh Gott, falsch. Fast hätte ich den hier verkeilt, aber den hätten wir ja auch rausziehen können. Aber ich war gerade kurz erschrocken deswegen. So, jetzt. Das ist die zweite Möglichkeit und wahrscheinlich auch die blödste. Ich glaube, es wäre mit dem Seil, dass es leichter ist, es auf diese lange Methode zu machen. Gott, jetzt haben wir eine halbe Stunde fast für dieses Level gebraucht. Unglaublich. Oh Gott. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein, diese Haie sind gefährlich. Oh, okay, jetzt sind wir hier einigermaßen sicher. Den anderen Haie können wir ruhig leben lassen. Der tut uns eigentlich nichts. Solange wir ihn nicht berühren. Hallöchen, Haifisch. Hallo, Pac-Man. Hier ist ein Wasserfall. Gut, wir kommen hier hoch, kaskademäßig, wie ein Pokémon. Und hier ist... Ne, hier ist kein Stein, okay. Das sah für mich irgendwie aus wie ein Stein. Ne, ist auch ein Stein, aber den können wir nicht bewegen. Der Stein ist hier, genau. Ach, das Level war cool. Das habe ich geliebt früher. Scheiß auf die Punkte, die gerade da gewesen waren. Und jetzt müssen wir, glaube ich, springen, ne? Jawohl! Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen der Strömung. Wir haben es geschafft. CCKFD. Das Level, das dauert. Das weiß ich. Und dann müssen wir nachdenken. Ich hasse es nachzudenken. Ihr wisst, wie cool ich beim Nachdenken da bin. Okay. Okay, ich... Oh Gott, was war das denn jetzt? Das hätte mich fast getötet. Gut, haben wir denn einen Seildingens? Nein, haben wir nicht. Gut, aber zunächst muss ich hier ein Loch machen. Wobei, wir kommen ja jede Seite wieder hoch. Aber hier kommen wir nicht mehr hoch. Also ich würde sagen, wir schmeißen das zunächst runter. Nicht, dass wir wieder irgendwo so einen Fehler machen mit dem Stein. So, und dann zack. Okay. Hier kriegen wir ein Seildingens, damit kommen wir hoch. Gut, hier ist wieder... Okay, wir müssen anscheinend hier vorbei. Das sind ja zum Glück ein paar Pfeile, die uns ein paar Hinweise geben. Hier ist ein Hebel. Was löst er aus? Hä? Hast du irgendwas ausgelöst? Was zum... Magische Steine. Ich bin beeindruckt. Okay, jetzt müssen wir da hoch auf diese Steine da. Nein, bleib doch da. Oh, jetzt muss man warten, bis er wiederkommt. Okay. Habt ihr heute schon was vor? Nee, habt ihr nicht. Und jetzt jump. Let's jump and run. So. Okay, 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 okay. Man könnte, glaube ich, auch hier versuchen, irgendwie... Nee, das wird, glaube ich, nicht klappen. Ich probiere jetzt einfach mal so zu mit dem Wasser. Das sind zwei Teleporter, an denen ich mich erinnern kann. Einer ist da hinten noch. Nehmen wir mal den kürzeren. Okay, der bringt uns zum Anfang zurück. Da, wo unser Stein ist. Passt eigentlich, weil jetzt können wir hier diesen anderen Stein zerstören. Nachdenken, nachdenken. Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Ja, die Level, die dauern schon länger als im letzten Part. Diese Musik, die ist so schön. Ich kann mich noch erinnern an meine Kindheit. Mit dieser schönen Musik, die so schön ist. Ich bin begeistert von dieser Musik.
So, jetzt kriegen wir diesen Stein hier herunter. Gut, jetzt schaue ich nach, dass ich hier... Ja, genau, sehr schön. Dann können wir diesen anderen Stein auch gleich holen. Moment, 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 Moment. Mein Gehirn erinnert sich gerade an irgendwas. Was sagst du, Gehirn? Ich musste den Stein auf einen anderen Stein drauf plumpsen lassen. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich es nicht mehr verhindern. Oder vielleicht doch. Okay, Gehirn, ich vertraue jetzt einfach mal darauf. Tatsache. Gehirn, ich liebe dich. Hauptschüler Gehirn. Okay. Ganz einfach, das ist ein fieses Ding jetzt. Wir müssen diesen Stein jetzt auf den anderen Stein draufplumpsen lassen. Weil wenn die nebeneinander liegen, geht es nicht mehr. Oh, gut, im letzten Moment noch verhindert. Ja, seht ihr das? Der Stein, der muss da drauf fallen. Och, dieses Spiel, das habe ich anfangs echt unterschätzt, aber ich muss es ernst nehmen. Ich muss dieses Spiel echt ernst nehmen, sonst hängen wir im nächsten Part wieder eine halbe Stunde jetzt daran rum, wie jetzt. Okay, jetzt war wieder das Bubble-Teil. Jetzt müssen wir nämlich wieder dort zurück. So, jetzt können wir den raufplumpsen lassen. Oh, jetzt müssen wir die gleichmäßig so bewegen, dass die oben bleiben. So, jetzt. Den jetzt hier an den Anschlag hin. Und dann jetzt können wir hier auf die Plattform springen. Genau, das ist der Schlüssel. Und der bringt uns schließlich zum Ziel. Hä? Alter. Oh, das war schwierig. Oh Gott. Fast hätte ich es versemmelt. Dann hätten wir jetzt da noch mehr Zeit an diesen Parts dran gehangen oder an diesem Level, whatever. Na, dieses Level, das ist auch wieder eins meiner Lieblingslevel. Ja, hier ist wieder ein bisschen Seil springen. Was ist denn das da? Können wir da... Okay, da sterben wir nicht. Ventilator-Dingens, ich komme nicht mehr zurück. Verdammt, ich brauche den Schlüssel. Okay. Nein, 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 nein. Okay. Schieben ist echt angesagt. Schieben ist angesagt. Schieben ist so cool. Und ist der neue Trend aus den USA. Also dieses Level. Da am Anfang habe ich nicht dieses Teil aktiviert. Verdammt nochmal. Oh. Am Anfang. Am Anfang ist auch noch so ein Teil, das wir aktivieren müssen. Verdammte Scheiße, ich bin so vergesslich. Ah! Oh Gott, nein, nein, nein! Das letzte Dingens! Okay, 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 okay. Alter, wie ich gerade geschrien habe. Unglaublich. Nach dem Spiel werde ich ein psychisches Wrack sein. Super. Ich bin beeindruckt. 40 Minuten. Na, fast 40 Minuten. Oh Gott. Das Spiel ist so geil. Ab, ab, ab. Du sollst ihn nicht fressen. Ich brauche den Schlüssel. Oh, sehr schön. Jetzt wird wieder geschoben. Schieben ist cool, eher schieben ist cool. Jeder mag es, so geschoben zu werden oder selber zu schieben und Hebel zu aktivieren. Schieben ist cool und überhaupt nicht schwul. So, exit. Gut, 2.9. Oh, mein Lieblingslevel. Blasen. Dieses Level wird mich so anblasen. Früher habe ich da ewig gebraucht bei diesem Level. Zum Glück habe ich hier Safe States.
Aber ich glaube, ich setze ihn nur am Anfang des Parts. Weil ich zu faul bin, jetzt da dann am Schluss, wenn wir Game Over gehen, extra den Code immer einzutippen. Ach, das ist so schön. Das Level ist eines der besten Level ever. Und überhaupt nicht schwer. Nee, 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 ist ganz leicht. Seht ihr die Blasen? Nur zum Vergleich, wenn wir eine Blase berühren, sterben wir. Als ob Blasen irgendwie töten könnten. Na gut, wenn es toxische Blasen sind, könnte ich es verstehen, aber... ganz normale Blasen, die töten! Alter, ich trau mich gar nicht hoch, jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaff das, 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 ah! Ich bin begeistert, ich bin begeistert. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Dieses Spiel macht mich psychisch fertig. Dieses Spiel macht mich psychisch noch fair. Beim ersten Versuch geschafft. Also gut, das letzte Level, Gott sei Dank. Dieser Part dauert schon lang genug. Jetzt brauchen wir hier das richtige, die richtige Waffe, whatever. Okay, hier brauchen wir Blasen. Haben wir Blasen? Ja, wir haben Blasen. Sehr schön. Gut, hier ist ein Hebeldingens. Haben wir denn ein Seil? Ja, was? Ah, ein Seil. Ah, jetzt aber. Oh Gott. Gut, also rauskommen wir jetzt jederzeit. Aber... ich glaube, wir müssen gar nicht zurück. Ach, hier müssen wir lang. Gut, dass wir dieses Hammerdingens haben. Ein Leben! Und was macht diese Auster hier? Und jetzt habe ich schon wieder dieses verdammte Menü geöffnet! Ich will dieses Menü nicht öffnen! Ey, was machst du da? Ich mag den langsam nicht mehr. Jetzt brauchen wir natürlich dieses Feuerdingens. Dazu müssen wir den Hammer wieder deaktivieren. Und den Feuerdingens aktivieren. Okay. Jetzt wirst du flambiert. Hä? Tod? Gefahr? Whatever. Das hier? Nee. Hä? Oh Gott, fast hätte ich nicht. Fast hätte ich die falsche Taste gedrückt. Whatever. Ah, ich hab Angst. Alter. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, je länger die Level dauern, desto leichter bin ich zu reizen. Nicht gerade ein cooles Gefühl. Warum schiebe ich das eigentlich? Brauche ich das eigentlich? Nein, brauche ich nicht. Warum schiebe ich es dann? Okay, das Level haben wir geschafft. Gott, das hat mich völlig fertig gemacht. Diese langen Level. Das nächste Level ist der Wald. Eines meiner Lieblingslevel. Und wahrscheinlich werde ich da auch wieder psychisch fertig gemacht. Aber ich freue mich schon auf die Pyramide. Da werden die Level noch asozialer. Also in dem Fall, bis zum nächsten Part. Ciao.